Der Vater von Karl Ruppe stammte aus Gutsche. Daher die Beziehungen der Gutscheer Landsmannschaft zu Bad Aussee. Karl, du hast im Vital Bad Aussee eine große Ausstellung über die Gutscheer zusammengestellt. Wann ist diese geöffnet und was beinhaltet sie? Na, sie ist eigentlich heute, ab dem heutigen Tag, geöffnet, für jedermann zugänglich und wird circa 3 Monate lang hier im Vital Bad Aussee zu sehen sein. Was sind die Inhalte? Die Inhalte sind das Leben der Gutscheer, die Geschichte der Gutscheer und das Wesen der Gutscheer. Die deutsche Volksgruppe der Gutscheer, die bis zu 28.000 Einwohner zählte, wurde im Jahre 1941 aufgelöst. Die Gutscheer war eine ehemalige deutsche Sprachinsel im heutigen Slowenien, die inmitten einer fremden und teilweise feindlich gesinnten Umgebung ihre deutsche Art in Sitte, Brauchtum, Tracht, Volkstum, Sprache und Lied bewahren konnte. Das Wesentliche der Gutscheer ist, dass sie heute noch die noch wenigen Lebenden in Mundart und den Dialekt, in die Sprache sprechen, die wie alle im Deutschen vor 700 Jahren gesprochen haben, also vor der Lautverschiebung. Dr. Michitsch wird dann ein Beispiel davon geben. Die Gutscheer sind vor 700 Jahren in dem Raum Laibach eingesiedelt worden und haben da das Land urbar gemacht und sich dort über die ganzen Wirren der Türkenbelagerung, Feuersbrünste, Kriege und so weiter bewährt. Und das ist auch schon in den Genen heute noch geblieben, wie auch für unser Landsmann Karl Ruppe in Bad Aussee beweist. Wann erreichte die Vertreibung der Gutscheer aus ihrem ursprünglichen Heimatland ihren Höhepunkt? Na, den muss man vorausschicken, dass 1941 mit dem Hitler-Mussolini-Pakt die Deutschen umgesiedelt wurden, nur wenige Kilometer von ihrem angestammten Heimatland, eben mit der Absicht, die deutsche Grenze Großdeutschlands abzusichern. Sie sind dieser alten Sprache noch mächtig. Könnten Sie uns ein Beispiel davon geben und dazu die Übersetzung ins moderne Deutsch? Ich bin also noch in der alten Heimat geboren. Habe also das Gutscheerische von Anfang an kennengelernt und spreche es heute noch. Und wir Gutscheerer sind sehr stolz auf diese alte Sprache, die wohl ein Mittelalter Honkerat. Und viele Leute, speziell als Südtiroler oder Pladerer, verstanden uns, wenn wir reden. Und natürlich müssen wir langsam reden, weil es hat keinen Sinn. Und wir Gutscheerer sind auch sehr stolz, dass wir dann Kontakt herum bekam zu Bad Aussee, insbesondere schon durch die Teilnahme am Narzissenfest und zweitens heuer auch noch die Einweihung des Steines im Stadtpark.